Suchst du das Opfer? Ja, hier ist es. Nun gut, fangen wir an. Was ist das? Tiermörder. Ich sehe es. Hi, ich habe bei Tanis 30 Tage Vegetarisch Challenge mitgemacht und ja, das Video ist viel zu spät. Und es ist gar nicht mal so schwer gewesen, wie erwartet. Das Einzige, was sich an meiner Ernährung geändert hat, war, dass ich anstatt einem Salamibrot halt einen Käsebrot gefressen habe. Und meine Ernährung bestand allgemein nur aus fucking Frischkäsetoast mit Zwiebeln, Tomaten und allerhand anderer Milchprodukte. Es verlief die ersten Wochen auch relativ easy und es gab keine Probleme. Doch dann, ich glaube in der letzten Woche, passierte es. Ich hab den Tanni gemacht. Also nicht den kranken Tanni, sondern den Döner-Tanni. Als kleine Background-Info, ich mag Thunfischsalat. Kein Plan, ob man das sagen darf. Ich werde das wahrscheinlich einfach in den Kommentaren weggeflamed oder sowas. Cybermobbing! Vor allem den meine Mutter halt macht. Eines Morgens stand ich also auf. Putze nur. Und hatte halt fucking Hunger. Also was mache ich? Schlaftrunken. Ich klatsche meine Ladung Thunfischsalat auf den fucking Teller. Und als ich dann da so am Tisch saß, wie so ein fetter Bastard. Schnitzel. Und schön genüsslich meinen Thunfischsalat geschlürft habe. Lief es mir eiskalt den Rücken runter. Fisch ist Fleisch. Oh mein Gott, wie kannst du das? Ich hab dann noch den Rest gefressen, weil ich das nicht wegschmeißen wollte. Und ja, ich hab die Challenge leider nicht geschafft. Ich hab's einfach fucking nicht hinbekommen, 30 Tage kein Fleisch zu essen. Was ist falsch mit mir? Also ja, es war schon eine ziemliche Erfahrung, aber ich denke nicht, dass das irgendwas an meinem Fleischkonsum geändert hat. Einfach auch, weil ich schon davor nicht wirklich unbedingt das Verlangen hatte, Fleisch zu essen. Aber es war halt mal echt interessant zu machen. Ach ja, und ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber... Ja, wie ein weiser Mann schon sagte. Alle an Corona sterben. Und ich meine, es ist mehr oder weniger wahrscheinlich, aber manche Leute nehmen die Scheiße ein bisschen zu ernst und übertreiben es auch etwas. Jo, du Ingrid, weißt du was? Ihr habt das Coronavirus abgeschafft, ihr habt die Endgültlesung gefunden. Wir haben es geschafft, wir haben es überlebt. Ein umfallender Telefonmast tötete heute 32 Menschen. Und es sorgt ja alles einfach nur für Paranoia, was das alles angeht. Und da frage ich mich halt echt nur, wie soll das bitte in ein paar Wochen aussehen, wenn es so weitergeht? Ja, du Bastard, friss meine Kettensäge. Werde ich alle umbringen, ja. Das war alles, was ich dazu sagen wollte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Jetzt werden erstmal Reaction-Streams gepumpt. Yeah.